kürzer machen. Nur wollen wir einen Punkt einschieben, das ist jetzt ein bisschen Überfall. Ich weiß, Martin Bruckner, Josef Bruckner, Schule hier in Groschenau engagiert, in der Pfarre engagiert, Verein Intercom, Martin, wohnen im Waldviertel, Wirtschaftsforum, überall aktiv. Ich frage mich oft, wo du die Kraft oder wo ihr die Kraft hernehmt. Und ihr sagt es dann immer wieder, es ist die Heimat, ja, die Region hier, und es ist ganz stark die Familie. Und ich glaube, man sollte auch ein paar Minuten Zeit geben, dass ihr Danke sagt den Menschen hinter euch. Wie immer, sie ziert sich, aber sie kommen. Liebe Anne, liebe Elfi, danke dafür, dass sie uns nicht ziehen lässt, sondern dass sie mit uns zieht. Dankeschön. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zur Eröffnung eigentlich. Es freut mich, einen guten Bekannten des Waldviertels zu begrüßen, der ist wirklich viel in der Region unterwegs, der Thematik verpflichtet, nicht nur seitdem er Landesrat ist, auch vorher in seiner Funktion im Ministerium. Landesrat Dr. Stefan Bärenkopf. Ich darf dich um ein paar inhaltliche Worte und um die Eröffnung dieses Zentrums bitten. Bitte. Meine geschätzten Damen und Herren, liebe Herren und Festgäste, liebe Musikkollegen, meine sehr geehrten Herren Abgeordneten, Frau Abgeordnete, Herr Pfarrer, es ist, glaube ich, heute eine Fortsetzung des gestrigen Landesfeiertages. Heute ist auch ein großartiger Feiertag für das Waldviertel. Ich möchte heute auch ein persönliches Dankeschön sagen. Wir haben uns heute vor dem großen Mann, vor die Kastner verneigt, der viel für das Waldviertel, für diese Region geleistet hat. Und was mich optimistisch stimmt, dass es weiterhin in seinem Geist Menschen gibt in Niederösterreich, in dieser Region, die sich weiterhin hier für die Menschen, für die Gemeinden einsetzen, damit wir gemeinsam etwas weiterbringen. Wenn ich sage, der gestrige Landesfeiertag, unser Landeshauptmann Dr. Erwin Breul hat gestern eine Festrede gehalten, und er hat dort vier Werte erwähnt, auf die wir wieder mehr Wert legen sollten. Und das hat so angefangen, wir brauchen erstens Mut, zweitens das richtige Maß, drittens Menschlichkeit und viertens ein Miteinander. Und all das passt sehr gut auch zur heutigen Veranstaltung, zu diesem Forschungs- und Kompetenzzentrum mit dazu. All das wurde hier nicht nur gesprochen, sondern auch gelebt und dann letztendlich auch in die Tat umgesetzt. Und ich glaube, ihr habt es da auf das richtige Thema gesetzt. Ich sehe das jedes Jahr bei der BUM, oder wir wissen es auch jetzt ganz konkret von einer aktuellen Umfrage, das Thema Energie, das Thema erneuerbare Energie, das Thema Energiesparen hängt bei den Menschen in Niederösterreich ganz hoch, ist momentan erste Priorität. Und diesem Thema hat sich auch hier der Sonnenplatz und viele andere Aktivitäten, natürlich dieses Forschungs- und Kompetenzzentrum in Groß-Schönau verschrieben. Und ich denke, wir werden es auch brauchen, um die Landesenergieziele zu erreichen. Wir haben uns nämlich sehr klare Ziele gesteckt, keine zu hoch gesteckten, aber sehr klare Ziele. Und das ist relativ einfach und kurz erklärt. Wir wollen 100% des Strombedarfs bis 2015 aus erneuerbarer Energie beschaffen. Wir wollen zweitens 50% des Gesamtenergiebedarfs. Das wird schon ein wenig schwieriger, bis 2020 in Niederösterreich aus erneuerbaren Energien herstellen. Das dritte, wir wollen damit auch Arbeitsplätze schaffen. Ganz konkret 20.000 Arbeitsplätze, das sind keine Erfindungen, sondern wir wissen gerade in den letzten Jahren auch, wenn das Wirtschaftswachstum da und dort vielleicht nicht so gelaufen ist, haben wir im Bereich der sogenannten grünen Jobs, dieser Green Jobs, einfach Wachstumsraten zwischen 10% und 12% gehabt und so kommt man auch auf diese entsprechenden Zahlen. Herr Sektionschef Liebler hat schon angesprochen, ich freue mich, dass Sie jetzt so wieder mal sehen, wir haben sehr eng schon im Ministerium zusammengearbeitet und er ist auch mit
gemeinsam mit Minister Belakovic auch verantwortlich, dass auch hier wesentliche Bundesmittel für dieses Projekt aufgestellt wurden. Auch dir und dem Herrn Minister ein herzliches Dankeschön. Und mir geht es darum, man braucht, um Ziele zu erreichen, eine klare Strategie. Da heißt es einmal Zusammenarbeit. Und das Zweite ist, wir wollen natürlich das Thema Energiesparen und das Thema Energieeffizienz sehr ernst nehmen, weil wir werden nur dann die Ziele erreichen, wenn wir auch Energie sparen. Das heißt teilweise da und dort auch Verzicht, aber ein Verzicht ohne Komfortverzicht. Ich glaube, das ist auch wesentlich. Und der zweite Punkt ist, wir wollen für mehr erneuerbare Energien sorgen. Und da liegen wir jetzt schon ganz gut. Ich bin da sehr optimistisch, was unser Bundesland, unser Heimatland Niederösterreich anbelangt. Weil wir zum Beispiel die Nummer 1 bei der Biomasse sind, wir sind die Nummer 1 bei der Windkraft und wir sind auch die Nummer 1 bei der Photovoltaik. Was heißt das konkret? Ich bin jetzt gerade am Weg dann zum Biomassetag. Der 16. österreichische Biomassetag findet auch heute in Niederösterreich statt. Und bei der Biomasse sind wir deswegen Spitzenreiter, weil auch ausgehend von hier rechtzeitig dieses Thema erkannt wurde. Das ist sehr gut beschrieben. Josef und Martin, ihr beide auch gegen Widerstände durchgesetzt. Jetzt eine unglaubliche Erfolgsstory. Wir haben etwa 540 größere Biomasseanlagen, wo Schulen, wo Kindergärten, wo öffentliche Gebäude, wo private Wohnungen damit beheizt werden. Nur im Vergleich dazu, Bayern hat 12,5 Millionen Einwohner und die haben nur 270 derartige Werke, nämlich genau die Hälfte. Das alleine zeigt die Vorreiterrolle. Und der zweite Punkt ist, wir haben mit 35.000 Heizanlagen, was Pellets, was Stückgut, was das Thema Hackschnitzel im privaten Bereich, haben wir die meisten Anlagen auch in den letzten Jahren in Niederösterreich investiert. Was heißt das Ganze für die gesamte, für diese Region oder auch für gesamt Niederösterreich? Heißt ganz einfach, es bleiben 200 Millionen Euro jährlich Wertschöpfung hier in Niederösterreich. Sind sonst abgeflossen zum Herrn Putin oder zu irgendwelchen anderen Öloligarchen. Was die mit dem Geld machen, das ist, steht auf einem anderen Blatt Papier geschrieben, vielleicht nur Menschen unterdrücken oder Kriege führen, ich sage nur Stichwort Gaddafi. Jetzt bleiben diese 200 Millionen Euro jährlich in Niederösterreich. Und das ist, glaube ich, eine gewaltige Leistung. Und wir sparen uns, diese großen Anlagen und die privaten Haushalte zusammengerechnet, 10.000 Tanklastzüge voller Heizöl. Ich glaube, das alleine zeigt, das Thema macht Sinn. Und was die Menschen auch Gott sei Dank erkannt haben, einige andere noch nicht, aber die Leute haben es Gott sei Dank schon längst erkannt, Energiesparen heißt Geld sparen und heißt damit auch Umwelt schützen. Da bin ich sehr dankbar, dass das auch die Zeichen der Zeit von den Menschen erkannt worden sind. In Niederösterreich schon sehr rechtzeitig, vor 25 Jahren die erste Biomasseanlage montiert und was Herr Sektionschef Liebl heute auch angeschnitten hat. Einige andere, nämlich die E-Control, hat es nach wie vor nicht erkannt. Die reden immer, dass die erneuerbare Energie auch Nachteile hätte. Ich glaube, wir sind hier auf dem richtigen Weg unterwegs, weil wir auch die notwendigen Investitionen tätigen können. Damit bin ich beim zweiten Thema, bei der Windkraft. Wir haben ein Umdenken seit dem traurigen Unfall in Fukushima. Vorab habt ihr irgendwo immer gelesen, naja, geht die Abstimmung in der Gemeinde gut oder negativ für die Windkraft aus. Heute wissen wir, seit Fukushima sind alle Volksbefragungen, die geschehen sind, für die Windkraft ausgegangen. Ich glaube, hier haben wir das rechtzeitig erkannt, wenn man ein Gott sei Dank ein ganz klares Nein einmal zur Atomkraft gesagt hat, dann kann man nicht sagen, naja, die Photovoltaik ist zu teuer, die Windkraft wollen wir auch nicht und die Wasserkraft passt uns auch nicht, sondern muss ein ganz klipp und klares Ja zu allen Formen der Bioenergie, der erneuerbaren Energie gesagt werden. Ich glaube, das ist unser gemeinsames Verständnis. Und der dritte Punkt, wenn wir schon bei Investitionen sind, das Thema Photovoltaikanlagen. Da war unlängst einmal ein Bericht in der Zeitung, Flaute in Niederösterreich oder Flaute herrscht vielleicht in anderen Bundesländern, aber sicher nicht bei uns, weil wir das einzige Bundesland waren im heurigen Jahr, dass die Aktion des Klima- und Energiefonds verlängert hat. Das heißt, jeder Niederösterreicher, jeder Liste Niederösterreicher, die angesucht hat und über das Bundeskontingent hinausgegangen ist, das haben wir dann vom Land quasi zusätzlich finanziert, auch hier ein Dankeschön ans Ministerium. Und der zweite Punkt, das sind Investitionen, wo die Menschen privat Geld in die Hand nehmen, vor allem sehr viel Geld in die Hand nehmen, sagen wir zwischen 5.000 und 15.000 bis 20.000 Euro. Und wir, das ist unsere Aufgabe von der öffentlichen Hand, vom Land, vom Bund, haben die Aufgabe, die notwendigen Unterstützungsmittel im notwendigen Ausmaß zur Verfügung zu stellen. Was haben wir erreicht damit? Die letzten zwei Jahre sind in Niederösterreich etwa 9.000 Photovoltaikanlagen montiert worden. Das ist mehr als alle anderen 8 Bundesländer miteinander erreicht haben. Ich glaube, das alleine zeigt, diese drei Beispiele zeigen, wir sind hier auf dem richtigen Weg unterwegs und wir werden uns von diesem Weg auch nicht abbringen lassen. Wo geht die Zukunft hin? Warum bin ich so optimistisch, dass wir die gemeinsam erreichten, gesteckten Ziele auch erreichen werden? Das eine ist, wir haben ein neues Ökostromgesetz auf den Weg gebracht,
das den Abbau der Warteliste erlaubt, und zwar zu 100%. Heißt für Niederösterreich ganz konkret, 1500 größere Photovoltaikanlagen im Gewerbe, im landwirtschaftlichen Bereich können sofort investiert werden, und etwa 100 neue Windkraftanlagen. Das heißt, auch hier werden wir weiter Vorreiter sein. Sie wissen, es läuft ein ganz interessantes Projekt auch im Waldviertel, nämlich Energie aus Wind im Wald fürs Waldviertel. Und es ist gerade eine Studie im Auftrag, das wollen wir gemeinsam auch bewerkstelligen. Wo sind ja die Grenzen im Bereich des Naturschutzes, aber was können wir auch im Bereich der erneuerbaren Energien gemeinsam weiterbringen? Zwei Dinge, die mir momentan nicht gefallen. Das Ökostromgesetz ist gut gelaufen, auch der jährliche Neuausbau. Wir haben doppelt so viel Mittel, also mehr als das Doppelte zur Verfügung stehen in Zukunft. Das macht mich so optimistisch. Aber was gefällt mir nicht so gut, weil wir hier auch in Grenznähe sind, weil auch ein Kreisrat heute hier ist. Wir haben schon ein Problem und ich möchte nur zwei Problempunkte ganz kurz ansprechen. Das eine ist, wir setzen zu 100% auf erneuerbare Energien, und dann gibt es Nachbarländer, die wollen die Atomkraft wiederbeleben, und das nach Fukushima und das 25 Jahre nach Tschernobyl. Ich glaube, das ist mit Sicherheit der falsche Weg. Und liebe Freunde aus den Nachbarländern, wir unterstützen Sie sehr gerne, was Regionalentwicklungsförderprojekte anbelangt, was Umweltprojekte anbelangt, was auch erneuerbare Energieprojekte anbelangt. Aber eines sehen wir hier in Niederösterreich nicht ein, dass wir derartige Projekte natürlich als Nettozahler in der EU im Sinne des europäischen Gedankens gerne unterstützen. Aber dann kann es nicht so sein, dass ein Nachbarland, wie in dem von Tschechien, leider die Atomkraft von 30% auf 80% ausbauen will. Und damit ein Sicherheitsrisiko in unserer Region in den Großraum stellt, wo dann all diese Investitionen in die Verbesserung der Umwelt, in die Verbesserung der Umweltsituation gesteckt werden, bei einem Unfall sofort zunichte gemacht werden, wo Millionen von Menschen in der Gesundheit gefährdet werden. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Hier bieten wir an, nutzen Sie unser Know-how im Bereich der erneuerbaren Energien. Auch Großschönau kann hier ein wichtiger Impulsgeber sein. Nutzen Sie unsere Impulse im Bereich der erneuerbaren Energien, da haben wir Energiesparen, machen mehr erneuerbare Energien, aber bitte kein Kilowattstunde mehr neuer Atomkraft. Das können wir in Niederösterreich, das können wir in Europa nicht brauchen. Und die zweite absurde Entwicklung ist, ich muss es da sagen, weil Großschönau ein Mecker der Biomasse immer war und ist. Sie wissen, die Mineralölwirtschaft, das ist, heißt in Österreich, zu 99% die OMV, hat einen Heizkesseltausch auf Programm aufgelegt. Das heißt nicht, so wie wir in Niederösterreich, dass man einen Ölkessel gegen einen Pelletskessel tauscht, sondern dass man einen alten Ölkessel gegen einen neuen Ölkessel tauscht. Da werden 100 Millionen Euro von der Mineralölwirtschaft bis 2016 hineingesetzt. Wenn wir dieser Ölkessel sofort von Öl auf Pellets umstellen würden, dann hätten wir von 100% CO2-Ausstoß auf null reduziert. Jetzt haben wir das Problem, dass das zwar auch etwas reduziert wird, aber wir werden weiterhin Strafzahlungen leisten müssen, weil wir das Kyoto-Ziel nicht erreichen. Jetzt investiert die Mineralölwirtschaft 100 Millionen Euro an Fördermitteln auf der einen Seite. Wir müssen in den nächsten Jahren hunderte Millionen, wir haben es ausgerechnet, in Wahrheit an Strafzahlungen in Kyoto leisten. Das heißt, die Steuerzahler, wir alle werden damit belastet. Und der dritte Punkt ist, man treibt die Menschen damit in einen Kostenfall. Wir wissen ganz genau, der Heizölpreis hat sich seit den 90er Jahren verdreifacht. Heute wieder gerade beim Herr von Gerd, Benzin, Diesel, Heizöl um 20% die Kosten gestiegen. Um ein ganz klares Beispiel zu bringen, schauen wir uns ein ganz normales Haus an. Heute mit einer Pelletsheizung bei selber Größe beheizt, mit Heizkosten für etwa 1300 Euro. Mit Öl sind wir momentan bei 2400 Euro. Das heißt auch, das ist eine absurde Förderaktion, die auf Bundesebene abgestellt werden muss. Es sind die Eigentümervertreter der Mineralölwirtschaft auf Bundesebene gefragt. Wir wollen diesen Weg in Niederösterreich so in keiner Weise mitgehen. Und abschließend an Sie alle, ich habe eine große Bitte. Auch wenn die Zeiten momentan Finanzkrise da und dort in Europa vielleicht nicht die rosigsten scheinen, lassen wir uns nicht entmutigen. Wir denken, wir leben und wir arbeiten anders. Und ich glaube, das, was ich vorhin ausgeführt habe, das, was heute hier auch in Großschönau eröffnet wird, das ist das beste Beispiel dafür, dass wir erstens die notwendige Kraft haben, den notwendigen Mut haben und auch das notwendige Hirnschmalz haben, das Know-how dazu haben, damit wir gemeinsam etwas weiterbringen für mehr Arbeitsplätze, für mehr Umweltschutz, für mehr erneuerbare Energie. Und liebe Gebrüder Bruckner, darf ich heute sagen, ich möchte mich bei euch beiden bedanken. Es wurde heute schon mehrmals angesprochen, ihr seid nicht nur Innovatoren für die Region, ihr seid auch besonders hartnäckig. Das haben wir zu spüren bekommen. Aber diese Hartnäckigkeit hat auch dazu geführt, dass hier etwas geschaffen wurde.
was wegweisend ist für die Zukunft, für die Gemeinde, für die Gemeinden, für die Region, aber weit über die Region hinaus, für gesamt Niederösterreich und auch für unsere Nachbarländer. Nicht nur Nachbarbundesländer, sondern auch die angrenzenden Nachbarstaaten, die vielleicht noch nicht so weit sind im Bereich der erneuerbaren Energien. In diesem Sinne sage ich euch beiden stellvertretend für viele, die hier mitgearbeitet haben, auch ich möchte auch allen Handwerkern danken, die hier beste Arbeit geleistet haben, auch dem Herrn Architekten, allen, die hier mitfinanziert haben. Ein großes Dankeschön vom Land Niederösterreich, auch die besten Grüße von unserem Landeshauptmann Dr. Erwin Bröll. Ich möchte mich auch bedanken bei meiner Kollegin Wirtschaftslandesrätin Dr. Petra Boslav und Landeshauptmann-Stellvertreter Magister Wolfgang Sobotka, weil auch die haben nach ihrer finanziellen Möglichkeit über ihre Ressorts zur Finanzierung dazu beigetragen. Alle miteinander haben es geschafft. Darüber können wir uns heute freuen. Vielen Dank. Kämpfen wir weiter, arbeiten wir weiter für ein erneuerbares Niederösterreich, wo die Regionalität, die Unabhängigkeit und die erneuerbaren Energien an erster Stelle stehen. Vielen Dank und alles Gute. Und damit erkläre ich das Forschungs- und Kompetenzzentrum offiziell für eröffnet. Danke sehr. Ich darf Sie einladen, es ist eine alte Tradition in Großschönau, bei so markanten Terminen. Ich darf Sie auch ersuchen, sich zu erheben und gemeinsam mit der Landeshymne diesen Pakt zu beschließen, sozusagen. Danke Ihnen allen fürs Kommen, danke den Referenten, danke Herrn Landesrat, danke der Musik. Eine Stunde muss reichen, damit Platz ist zum Gespräch, zum Kennenlernen, eine Idee weiterzutragen. Man sagt den Waldviertlern oft nach, sie sind stur. Wir sagen, sie hat eine hohe Meinungskonstanz, die Waldviertlerbevölkerung. Dass dem nicht so ist, zeigen solche Projekte. Informieren Sie sich, nutzen Sie die Gelegenheit. Alles Gute, vielen Dank fürs Kommen. Das Buffet ist eröffnet.